Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu The Last of Us und zu meiner Wenigkeit, den Capella. Und ich habe mir jetzt einen schönen Kaffee gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch auch irgendwie es gemütlich gemacht. Und lauscht gespannt diesem Let's Play hier zu. Also, Miss Erna da vorne läuft gerne im Kreis. Das wissen wir ja mittlerweile. Da sind aber zwei Klicker. Da haben wir den zweiten Klicker. Die sind natürlich jetzt ziemlich beide nah und ich glaube, den Schuss würden beide hören. Wir müssen mal gucken. Die soll mal wieder weglaufen. Jawohl. So. Das ist der Wahnsinn, ne? Kann die nicht mal kurz stehen bleiben? Muss ich mein Messer benutzen etwa? Wow. Das war jetzt Glück. Das war mehr als Glück. Und ich habe auch daneben geschossen, wie ihr gemerkt habt. Also von da aus. Will ich mal die andere Pistole benutzen. Und die schalten wir jetzt auch aus. Hier totenstill, ne? Das war echt scheiße knapp eben. Das hätte sowas von in die Hose gehen können. Alter Falter. Dass die auch so schnell auf einmal sind. Und dann krabbeln die da oder laufen die da auch noch auf einen zu. Boah, das ist echt creepy. Ich krieg da schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, ey. Aber schön, dass sie es immer noch geschafft haben, den Gruselfaktor hochzuhalten. Verlieren ja gewisse Spiele einfach mal bodenlos. Wenn man gewisse Gegner einfach mal niederballern kann. Hier hast du aber das Gefühl, scheiße, scheiße, der kommt immer näher. Ja, das ist nicht unbedingt so das Gefühl, was man haben will. Und ich weiß auch gar nicht, was passiert wäre. Ist das immer noch der große Raum? Ja, was passiert eigentlich, wenn wir die große Tür da hinten aufmachen? Weil, wenn ich richtig sehe, ist die, glaube ich, blockiert, oder? Nee, ist nicht blockiert. Okay. Aber ich befürchte, da wäre irgendwas passiert, oder? Oder hätte man die aufmachen können? Okay, hätte man aufmachen können. Alles klar. Wahrscheinlich wäre das ein anderer Weg gewesen, um noch irgendwo ranzukommen. Sag mal, war das hier nicht der Ort, wo die beiden durchgegangen sind? Die haben sich weiter versteckt, ne? Ja, wahrscheinlich gar keine so unclevere, so eine schlechte Idee. Ja, leider verlieren wir ja hier kein Leben. Ich spiele ja auch leider nicht, also auf den schwächsten Modus, sage ich immer. Aber nichtsdestotrotz, ihr wisst warum. Ich bin da absoluter Neuling, deswegen nimmt mir das nicht übel, wenn ich hier auf leicht spiele. Aber das Spiel hat meines Erachtens echt in sich. Oh, wir stellen uns das Messer gleich wieder her. Wir haben echt viel Munition verballert und warum ich das Messer behalte oder versuche auch zu sparen, ist, es gibt ja einfach so viele Türen in dem Spiel, wo du noch, okay, das ist ein Lagerraum. Okay. Vielleicht haben sie sich da drin versteckt. Ich würde es ja vermuten. So, jetzt ist meine Frage. Lohnt sich das Messer dafür zu benutzen? Wir können da ja mal reingucken. Wir sehen Klebeband. Öl. So. Mehr sehe ich jetzt auch nicht. Wir benutzen es einfach mal. In der Regel ist ja immer was Gutes versteckt. Okay. Vielleicht kriegen wir ja das Messer wieder raus. Ja, okay, wir haben... Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Wir haben im weitesten Sinne wieder das draußen, was wir hier halbwegs alles benutzt haben. Ja, Tabletten finden wir auch noch. Wunderbar. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Also... Fertigungszeit wüsste ich jetzt nicht, wo uns das fundamental helfen sollte. Ja.
Schwanken der Waffe finde ich gar nicht mal so verkehrt. Maximale Gesundheit auch nicht. Aber nichtsdestotrotz fehlt uns da immer noch. Also, uns fehlen immer noch Punkte. So. Okay. Ich denke, wir haben hier alles. Wir haben ein Messer. Wir haben hier oben alles erkundet. Okay, ich würde sagen, dann... Wo sind die zwei? Verdammte Scheiße. Wo seid ihr? Verwundert mich ein bisschen, dass sie da gleich weiter gestraxelt sind. Weil hier ja zumindest alles ruhig ist. Ich höre hier keine Gegner mehr. Ich ahne Schlechtes. Die haben die halbe Meute von Zombies mitgenommen. Oh mein Freund. Du bist leider tot. Oh Gott! Das sind so viele! Hau den! Das sind doch nur Zombies! Die haben doch keine Nahkampfskills! Oh! Oh! Scheiße, Scheiße. Spritten, um freizukommen. Keine Zeit zum Sprinten. Das war verdammt knapp. Oh Gott im Himmel, ey. Das war fucking knapp. Das war fucking unfassbar. Fucking fuck, fuck. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich fuck gesagt habe, aber... Wir haben es überlebt. Das ist ja wohl das Wichtigste. Aber... Wie haben wir es überlebt? Gut, dass ich kein Messer benutzt habe. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich im Gefechtswahnsinn, sage ich mal, hier echt aus Versehen Waffen benutzt, das Messer benutzt hätte, was wir natürlich nicht wollen. Wir wollen alles benutzen, aber nicht das Messer. Oh, was ist hier alles? Okay. Ist ja cool, haben wir hier gleich die Geschichtsstunde überhaupt hier auch für die USA hier nochmal. Sehr interessant, schön zur Schau gestellt, muss man ja mal sagen. Schön viel Liebe im Detail. Wir haben hier echt viele Flaschen. Wir hätten natürlich auch einen Molotow-Cocktail werfen können, aber sie hätten von drei Fenstern kommen können. Jace, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Naja, die ist infiziert. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Sie wurde bestimmt gebissen. Ich kann es mir sowas von vorstellen. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Gilt panisches Keuchen? Ja. Das gilt. Gut, dann bin ich okay. Wahnsinn, was die mitmachen muss, ne? Das ist echt der pure Wahnsinn. Das will man sich gar nicht ausmalen im echten Leben, echt nicht. So, da unten waren wir ja, oder? Ja, ja, da unten waren wir. Da unten waren wir bei dem Truck, sind drüber gehüpft. Haben uns die drei Zombies geholt, nachdem wir aus diesen U-Bahn gedöns da waren. Naja. Wunderbar. Weiter geht's. So weit war ich noch nie. Also das ist jetzt hier blind, Leute.
Ab jetzt wird es erst richtig blind. Denn hier habe ich ab hier irgendwie rüber. Wir müssen irgendwie rüber, lass mich raten. Da ich sehe schon mal eine Holzplanke. Da ist es. Unser Zielort. Was ist denn unser Zielort? Ich sehe nichts. Da hinten. Das ist ja immer noch am Arsch der Welt, Leute. Dass das alles so weit weg sein muss immer noch. So, hier haben wir eine Planke, da hinten haben wir eine Planke. Wir werden beide benötigen, würde ich behaupten. Dass die Gebäude überhaupt noch stehen, ist ein Wunder. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Okay. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Wir wissen auch gar nichts über sie. Ist sie unsere Freundin, neue, oder? So viel wissen wir ja auch nicht über sie. Und wir haben es fast geschafft. Das ist echt ein Witz irgendwie gefühlt, gerade bei dem Spiel. Wenn ich diese... Hier um die Ecke. Kommt. Achso, jetzt sind wir ein bisschen näher dran anscheinend. Wie weiter, Kleine? So, ihr lauft mal. Ich mache mir da keinen Stress. Und wenn ich von Zombies gefressen werde, ist mir scheißegal. Ich erkunde hier. Kann man auch schnell. Das sah eben aus, als wenn er selber ein Zombie ist. Diese die Haltung eben von den Händen. Oh nee. Nee. Ich sehe etwas auf dem Boden. Da verkaufe ich meinem linken Hoden. Lebst du etwa noch? Dann hör jetzt auf. Sieh mal an. Steh ja, bitte nicht mehr auf. Dem Arm. Nee. Was Firefly. Sind die und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Manche Dinge wissen Erwachsene einfach mal. Hey, alles wird gut. Treffpunktbereich Patrouille. Okay. Patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Gesundheit hat absolute Priorität. Na, vielleicht steht ja der Vogel da wieder auf, weil er da rumliegt, aber... Lass mich raten, ich darf das benutzen und wenn ich das benutze, wird Keule wach. Könnt ihr mir so gut vorstellen bei dem Spiel. Aber nee. Ich müsste, glaube ich, mal Spieleproduzent werden. Ich hätte da schöne, schicke Ideen. Aber leider sind die auch vorhersehbar. Da ich selber drauf gekommen bin als Gamer. So. Lass mich raten, wir bekommen jetzt hier ordentlich Besuch. Na also. So, bevor wir uns hier... Tess. Wir schauen uns hier mal um. In den letzten Ecken ist meistens immer noch irgendeine Kleinigkeit versteckt. Aber es sieht schon geil aus, oder? Was sagt ihr dazu? Wir haben schon einiges miterlebt. Den ersten Angriff, den wir halbwegs überlebt haben. Ein Wunder, dass wir den überlebt haben. Wohl bemerkt. Ja, was die Kleine damit mehr erlebt, ist auch nicht so das Wahre. Okay. Oh, Sumpf. Nur, dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Lass mich raten, da kommen Zombies. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber, ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Das kommt mir sehr seltsam vor. Wer sagt denn, dass da hinten nichts ist? Naja, egal. Ich bin auch vielleicht zu paranoid, wer weiß.
Aber ich stelle mir immer vor, wenn man so ein großes Areal macht, es wird doch nicht nur zur Schau sein, oder doch? Wartet ihr auf mich eigentlich, bitte? Ich würde ganz gerne noch eine Sache mal kurz erkunden wollen. Nee, man darf da nicht langlaufen, alles klar. Schade. Hätte ja sein können, okay. Sieht doch eigentlich tagsüber ganz schön aus, als wenn nichts, als wenn das ein ganz normales Spiel wäre. Aus der Sicht hier gerade. So, lass mich raten, ihr wollt einfach reinhüpfen. Einfach so reinklopfen. Ja, das ist so typisch. Weiß ich nicht. Gibt es da nicht so eine Art Beobachtungsmodus vielleicht so special? Aber die ganzen Scheiben sind natürlich abgetönt, dass man als Spieler auch nicht weiß, was da ist. Nein. Nein, nein! Ja, sei doch nicht so laut. Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh nein. Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir wissen, dass ihr darin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp! Ohne uns stirbt sie da! Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Das wird sie wahrscheinlich eh. Sie ist eh infiziert, wir wissen es, es ist trotzdem tragisch. Scheiße, kann ich dazu nur sagen. Fuck. Alter, Scheiße, nee. Wir gehen hoch. Kommt man vermutlich raus. Lauf einfach weiter. Sie ist neutralisiert. Sie hat 2 Männer getötet. Verstanden. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Ja, Sir. Oh mein Gott. Tess. Ich
Ich weiß, das ist dämlich, Leute, aber ich habe so das Gefühl, dass da hinten etwas ist. Das ist nämlich ein extra Weg, den man Sie nicht gehen muss. Hier sein. Wir müssen weg. Ja, ist ja gut. Ich beeile mich ja schon. Wir hier nur versuchen, schnell alles mitzunehmen, was wir hier finden können. Meinen Infizierten. Wow, ein Jagdgewehr, sehe ich das richtig? Mann. Fette Sache. Alter Falter. Was machen wir? Joel? Ich habe es. Ich will ungern jetzt die Munition dafür verheizen. Wir haben ja die Möglichkeit. Wir haben Brandsätze. Wo ist der Typ? Es sind immer zwei, ne? Ja, es sind zwei. Also jedenfalls läuft einer davon alleine. Haben wir noch was zum Werfen? Ja, haben wir. Also, wir können auch hier wieder versuchen, strategisch vorzugehen. Was mir ja am liebsten gefällt. Ich mag ja sowas. Erstmal zu überlegen. Also wir sehen links. Links im Raum ist einer. Da müssen wir mal gucken. Oh, einer kommt jetzt hier gefährlich nah. Wo bist du, verdammt? Du bist gleich tot, wenn du hier weiterläufst, mein Freund. Also die Tür da hinten im Auge behalten. Oh, Scheiße. Ja, alles gut. Alles gut. Ich will ungern Munition verballern, weil ich glaube, dann endet das in so ein riesengroßes Feuergefecht und das können wir uns auf lange Sicht nicht erlauben. Also, wir haben zwei Leute auf der linken Seite, ganz, ganz hinten ist auch noch einer. Der guckt natürlich neugierig hier immerhin. Scheiße. Wir müssen aufpassen. Wir lassen der Sache auch ein bisschen mehr Zeit verstreichen, weil... Ich befürchte nämlich, dass die auch bald ihre Routen ändern werden. Das Spiel ist ja nicht so unbedingt stigmatisierend, dass es dann immer den gleichen Weg laufen. In der Regel tun sie es denn doch. Okay. Er läuft aber auch nur bis hier nach vorne und das war's dann, oder? Läuft er hier auch rein? Nee, er läuft hier nicht rein. Er läuft da wieder außen rum. Das hat er nicht gehört. Nein, das gibt's doch nicht. Shit happens. Ich will die Munition nicht für das Jagdgewehr verballern. Ernsthaft nicht. Das möchte ich nicht. Wo steckst du, Mistkerl? Das war super knapp. Dieter, suchen wir weiter. Bleib bei mir. Na los. Ist das ein Zimmer, wo es... da geht's auch rein. Ich glaube, hier entdeckt er uns. Hier entdeckt er uns. Oh! Herr im Himmel, ich dachte schon, das wäre es gewesen. Weil das wäre echt schwierig gewesen, das zu kontrollieren. Wenn er da weiter geradeaus gelaufen wäre. Scheiße, scheiße. Jetzt ist die Frage, wo läuft der lang? Weil da hinten ist noch ein Typ. Bitte, 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 sag mir nicht, du läufst jetzt geradeaus. Komm schon, Arschloch. Mach einen Fehler. Okay, 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 okay. Hinter der Deckung, hinter der Deckung, hinter der Deckung, hinter der Deckung. So, jetzt haben wir nur noch Ihmchen hier. Vielleicht können wir den auch irgendwie anlocken. Komm schon, Mann, es gibt zwei Möglichkeiten. Ach.
Okay, das wäre Nummer 3. Wir sind gut. Aber ich will nicht zu viel feiern. Denn wir haben immer noch eine Person hier vorne. Ja, komm noch mehr her. Wie wär's denn da mal? Wo ist der Typ? Okay. Sind das jetzt alle gewesen? Was heißt alle, aber weil ich glaube, da vorne war doch noch einer, ne? Ach, der ist jetzt auch noch mit nach vorne gekommen. Okay, verstehe. Oh, Pillen. Dankeschön. Die können wir gebrauchen. Okay, hier haben wir nichts. Das ist also alles hier nur... Ja. Viel zum Schleichen halt. Okay. Den nehmen wir mit. Den können wir gebrauchen. Taschenlampe mache ich mal lieber aus. Wir wissen ja nicht, inwiefern der Kegel da jetzt uns doch nochmal zum Verhängnis werden könnte. So. Das ist ja nice. Haben wir die ganze Meute ausgelöscht hier? Haha, geil. So, ich ahne aber, dass das noch nicht alles war. Wir kommen hier nicht so einfach raus, würde ich behaupten. Da haben wir ein Brett. Das können wir gerne wieder mitnehmen. Falls mal wieder so eine Zombie-Armee kommt, haben wir aber zum Hauen. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Ich weiß es nicht. Wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ach du Scheiße. Das sind 3, habe ich das richtig gesehen? Wir verstecken uns einmal hier. Hier halte ich das für relativ sinnvoll. Scheiße, es sind aber 2. Ich hätte wahrscheinlich den anderen Weg nehmen sollen. Nee, doch nicht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Du bist der Lüge. Verdammt! Scheiße. Fuck, das war nicht gewollt. Okay, sind die wieder ahnungslos? Und mach einen Fehler. Kam noch mehr, ne? Ja. Dass es denen aber auch nicht auffällt. Ist wieder nur einer. Der hat auch eine Knarre. Komm her, mein Freund. Und der nächste. Adios, amigos. Senor. Oh mein Gott. So, haben wir jetzt Ruhe? Sieht jedenfalls danach stark aus gerade, auch wenn wir ordentlich auf die Fresse bekommen haben. Das war anfänglich der große Fehler wahrscheinlich von mir, dass ich... Okay.
Okay, das ist der große Raum, glaube ich, den wir jetzt vor uns haben. Ja, das sieht stark danach aus. Wir haben da zwei Stück. Alter, nee, ist das spannend gemacht, das Spiel, ne? Also, schön gemacht. Sowas liebe ich ja. Da geht's schon nach draußen. Das sind die letzten zwei meines Erachtens. Wenn mich das nicht ganz täuscht. Verdammt, wo ist diese Ratte? Diese Ratte versteckt sich. So, wir müssen erstmal gucken. Wir müssen aufpassen. So oft dürfen wir uns hier gar nicht rumbewegen. Also einer läuft. Also doof ist natürlich, wenn beide jetzt sich hier so in eine Richtung stampfen. Weil dann wisst ihr ja, dann habe ich keine Möglichkeit, beide auf einmal zu machen. Also kein Silence. Kill, ohne dass der andere das mitbekommt. Und unsere Medikits möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal verballern. Scheiße! Die Aussage. Echt krass. Hat er uns getroffen? Ich glaube ja. Aber die haben auch so eine Aufmerksamkeitsspanne von 2 Meter irgendwie gefühlt, die Gegner hier. Weil das war's nämlich schon wieder. Das finde ich nämlich relativ uninteressant, wenn ein Kollege stirbt. Wie es mir scheint. Wo ist denn der? Ist er. Hä? Oh! Blind. Komm schon, nur ein falscher Schritt. Ja, das gleiche geht natürlich auch für dich, mein Freund. Wir müssen uns erstmal ganz kurz angucken für die letzte Person. Klar, wir können da jetzt rumheizen. Ihr wisst, ich will keine Munition verballern. Wenn die Person wieder zurückläuft, hole ich sie mir. Natürlich läuft es auch ganz anders, ne? Es ist so unfassbar schwer einzuschätzen bei dieser KI. Komm, 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 lauf hier wieder um die Ecke. Teufel steckst du. Der, sag mal, kann das mit Absicht sein, dass der jetzt hier die ganze Zeit nur darum guckt? Hätte schon längst da nach vorne schleichen können und ihn erledigen können. Auch mit dem Schlagstock, sage ich mal. Aber den will ich ungern benutzen. Das ist ja mal. Da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Ja, wo zur Hölle steckst du, du Stück Scheiße? So, das Stück Scheiße holt sich dich. Holt sich dich. Ist auch schön. Ach, Scheiße. So, hammert. Ich hoffe, wir haben's. Ich gucke mir hier nochmal alles ganz genau an. Vielleicht finden wir ja irgendwas Verstecktes. Ihr wisst ja Bescheid. Das größte Hab und Gut. Erstmal ein Snickers. Du bist nicht du, wenn du nicht hungrig bist. Wenn du nicht hungrig bist, vor allem ist auch gut, ja. So, hier drinnen waren wir noch gar nicht. Weil wir da noch gar nicht es nötig hatten, da lang zu laufen. Aber hier ist auch nichts Besonderes. Okay. Gut, wow, wir haben es geschafft. Hätte ich ja, also. Ich wurde zweimal entdeckt, aus ja, taktischen Fehlern würde ich sagen, aber so an sich ganz gut gemeistert, oder? Ja, Leute, ich würde sagen, dann mache ich hier den kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht in dem Spiel. In dem Sinne, haut der Rinsen mit einem ganz bekannten Grinsen und schön mit Öl.